Der Körperpreis ist zunächst mal eine große Anerkennung, nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeiter, für meine Forschung, die im Team gemacht wird. Das ist eine große Freude, gleichzeitig aber auch eine Verpflichtung und die Möglichkeit, weiterzumachen. Und was mich nun besonders interessiert, ist die Verbindung zwischen Kausalität und maschinellem Lernen. Das maschinelle Lernen ist ja jetzt die Basis der künstlichen Intelligenz, beruht aber im Moment fast nur auf dem Lernen von Korrelationen. Also kein Verständnis dafür, welche Größen wirklich kausal auf andere Größen einwirken. Es gibt sehr gute Erkennungssysteme inzwischen. Also man kann beispielsweise sehr robust Kühe erkennen in Datensätzen. Wenn man dann aber in einem Testszenario eine Kuh hat, die nicht auf einer grünen Wiese steht, sondern am Strand steht, dann wird die plötzlich nicht mehr erkannt, weil in der Trainingsmenge wahrscheinlich keine Kühe am Strand gestanden sind. Das heißt, in der Trainingsmenge war es vielleicht immer so, dass die Kühe auf einer grünen Wiese standen. Das heißt, das Merkmal der grünen Wiese war stark korreliert mit dem Dasein einer Kuh. Und das System kommt dann durcheinander, wenn diese Korrelation im Testszenario verletzt wird. Das System basiert also nur auf Korrelation und erkennt deshalb eine Kuh am Strand nicht. Und Menschen ticken da anders, aber menschliche und tierische Intelligenz ist anders. Die ist robust, die funktioniert auch in neuen Szenarien. Und die jetztliche künstliche Intelligenz ist nicht robust, die ist nur optimiert auf Trainingsmengen hin, die möglichst repräsentativ sind für das Testszenario. Medizin ist ein fantastisches Feld für künstliche Intelligenz, denn jeder Arzt oder jede Ärztin hat nur einen begrenzten Erfahrungsschatz und Medizin ist natürlich am Ende eine Erfahrungswissenschaft. Wir haben im Laufe der Zeit gelernt, welche Behandlungen bei welchen Krankheiten funktionieren. Manche Krankheiten sind aber sehr selten und wir können gar nicht zu viele Dinge ausprobieren. Und wenn man es nun schafft, diese Erfahrungsschätze zusammenzuführen und dann mit möglichst guten Methoden zu verarbeiten und Gesetzmäßigkeiten in diesen Datensätzen zu finden, dann wird man hoffentlich in Zukunft bessere Behandlungsempfehlungen geben können.